Belinda Erkner, herzlich willkommen zum 16. Deutschen Online-Autohaus-Kongress. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich freue mich auch. Hallo Andrea. Belinda, wir haben vorab gesprochen und gesagt, was erzählen wir, worüber sprechen wir. Du hast gesagt, du möchtest gerne über Kommunikation sprechen. Ihr macht in der Erkner-Gruppe das eine oder andere anders als andere Unternehmen. Was ist das? Ja, sehr gerne. Also erstmal vielleicht vorneweg, vielleicht geht es dem einen oder anderen Händler auch so ein bisschen wie mir. Ich habe immer die Herausforderung, wir sind ja ein klassisches mittelständisches Familienunternehmen und sind immer so in der Grenze von der Größe her, ne? Auf der einen Seite erwarten die Mitarbeiter von mir als Inhaberin direkte Kommunikation, am besten 24/7 über WhatsApp und alle Kanäle, was ich natürlich gerne auch machen würde. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Zeit, die da ein Stück weit mir einen Strich durch die Rechnung macht. Und das war so der Ansatz, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne so dieses direkte Feedback und auch die direkte Kommunikation weiterhin haben, wie es so klassisch ist in einem Familienunternehmen, aber eben irgendwie auf einer anderen Basis und vielleicht mit anderen Tools, die mir so ein bisschen auch den zeitlichen Fokus da nicht aus den Augen verlieren lassen. Was habt ihr für Tools? Ja, wir haben also ganz verschiedene. Ich habe das so geclustert, unsere Kommunikation. Einmal in dem Bereich der Information, wo wir im Moment zwei Veranstaltungsformate haben. Einmal machen wir zweimal im Jahr eine Erkner and You Veranstaltung, wo wir also weder auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen eingehen, noch irgendwie andere wirtschaftliche, finanzielle Daten uns angucken, sondern wir gucken uns einmal den gesamten deutschen Markt an, also die deutsche Wirtschaft, und gucken, wie verändert sich der Leitzins, wie verändert sich Nachfrage und Angebot über alle Branchen hinweg, was passiert eigentlich in unserem Land. Weil das ein Ansatz ist, den ich festgestellt habe in der Vergangenheit, dass ich manchmal Entscheidungen treffe, die aus meiner Sicht völlig verständlich und klar sind und auch mit einem Motiv besetzt sind und die Mitarbeiter dem aber nicht folgen können, weil sie gar nicht, und das müssen sie auch nicht, dieses große Ganze vielleicht im Blick haben. Und wir haben zweimal im Jahr diese Erkner and You, die machen wir auch als Hybridveranstaltung. Also die Mitarbeiter haben entweder die Gelegenheit, vor Ort mit dabei zu sein, wenn wir die Veranstaltung ausführen, oder sich eben online auch zu Hause von der Couch dazuzuschalten, dann auch mit Dialogmöglichkeiten. Und diese Veranstaltung hat wirklich an Bedeutung für uns gewonnen, weil natürlich in der schnelllebigen Zeit, die wir jetzt haben und die Veränderung der Rahmenbedingungen, die da immer intensiver werden, einfach auch wir als Unternehmer schneller Entscheidungen treffen müssen. Und wir schaffen damit praktisch eine Veränderungsbereitschaft. Wir öffnen so ein bisschen das Blickfeld auch des Einzelnen. Und dadurch haben wir jetzt eine deutlich bessere, schnellere Kommunikation und Argumentation für unsere Entscheidung. Das ist ein Bereich, wo wir sehr viel informieren. Eine zweite Sache, die ich verändert habe, man kennt ja so diese klassischen Betriebsversammlungen, ne? Es kommen mal alle zusammen. Wir gehen bisher sehr offen mit Zahlen auch um. Also ich sage immer, am Ende kann auch jede Frau, die unsere Toiletten reinigt, das Betriebsergebnis sehen, wenn sie es denn möchte. Und da habe ich festgestellt, dass es für mich immer sehr wichtig war, dass alle die Kennzahlen und Zahlen bis ins Detail kennen, aber die Mitarbeiter eigentlich nichts damit anfangen können. Das war immer so eine Frontbeschallung. Und ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich denn anders unsere Leistung in den einzelnen Bereichen mal aufzeigen, sodass die Mitarbeiter erkennen, auch welchen Beitrag sie zum Beispiel zu dem Ergebnis leisten. Und wir haben da eigene Kennzahlen definiert für uns, für die Bereiche. Also um mal ein Beispiel zu nennen, bei den Verkaufsassistenten zum Beispiel sprechen wir darüber, wie viele Fotos hat denn die einzelne Person gemacht, ne? Wie viele Fahrzeuge hat sie fotografiert, wie viele Fahrzeuge hat sie angelegt, wie viele Preise hat sie ausgezeichnet, um einfach ihren Beitrag auch fürs Gesamtunternehmen zu zeigen. In der Buchhaltung gehen wir dahin und sagen, okay, wie viel Rechnung hat die Buchhalterin bezahlt oder wie viele Belege eingebucht. Bei den Karosserie- und Lackabteilungen machen wir es, wie viele Unfallfahrzeuge habt ihr eigentlich repariert und wie viele Menschen habt ihr dadurch geholfen, ne? Also wir haben wirklich für jeden einzelnen Bereich weg so von typischen Deckungsbeitragsrechnungen hin zu dem einzelnen Beitrag des Mitarbeiters, was wir dann kommunizieren. Und damit haben wir zum einen den Effekt erzeugt, dass die Leute sich beklatschen, wenn wir darüber reden und jubeln und sich freuen und sich gegenseitig auch wertschätzen. Und auf der anderen Seite, so ist auch das Feedback, was ich bekomme,
sehen Sie halt, was Sie fürs Gesamtunternehmen leisten und wie wichtig so jedes kleine Zahnrad ist, damit diese große Maschine funktioniert. Das sind praktisch die beiden Sachen, die ich mache für die Information, also dieses Erkner und You zweimal im Jahr und einmal eben ja, die Betriebsversammlung auf ein bisschen anderer Basis. Ja, du, das ist super spannend. Lass mich ganz kurz einmal da reingrätschen, weil es ist ja häufig so, dass den Mitarbeitern der Sinn fehlt und das gesehen werden. Und so schaffst du ja die Möglichkeit, dass jeder weiß, so, das habe ich dazu beigetragen. Also großartig. Genau. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber ich wollte es einmal kurz loswerden. Ja. Oder wir haben zum Beispiel auch, finde ich auch so großartig, was unsere Service-Mädels vorne machen an der Information. Ne? Da werten wir dann aus, wie viele Termine haben die eigentlich vereinbart, auf welchen Wegen, also telefonisch, per E-Mail oder über ein Lead-System. Ne? Und bis auf jeden Einzelnen runtergebrochen. Und das führt einfach zu einer unglaublichen Beteiligung und Wertschätzung des Einzelnen. Ja, ne? Fantastisch. Genau. Fantastisch. Ja. Was habt ihr noch? Ja, dann haben wir eine eigene Mitarbeiter-App entwickelt, programmiert, mit einer Agentur zusammen. Ich hatte da mir im Markt wirklich angeguckt, okay, was gibt es eigentlich? Es gibt ja wahnsinnig große Firmen, die auch wahnsinnig tolle Tools mittlerweile anbieten. Die waren aber für meinen Bedarf immer zu umfangreich, also zu sehr aufgebläht, gerade für so ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben jetzt 190 Mitarbeiter und ich wollte halt irgendwie einen ganz direkten Kontakt haben. Und da haben wir die MyErkner-App entwickelt, die ist aufgebaut. Ich zeige es ja nachher auch gleich nochmal, wie so ein Feed, also ähnlich wie Instagram oder Facebook. Und da haben die Mitarbeiter eben die Möglichkeit, ein bisschen in Form eines privaten Umfelds mit uns zu kommunizieren. Wir haben da eine Ideenbox zum Beispiel drin. Das war das Erste, was die Mitarbeiter wahnsinnig nutzen. Ich kann dort als Mitarbeiter anonym meine Ideen einbringen. Und man mag es nicht glauben, was da für Punkte kommen, wo ich sage, oh mein Gott, wie unangenehm ist es mir, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Und da war es ganz wichtig, dass wir es eben anonymisiert darstellen. Sag mir ganz kurz, was war dir unangenehm? Das waren so Kleinigkeiten. Ja. Es war zum Beispiel die Treppe zum Reifenkeller runter. Ne? Da fehlte schon über Jahre hinweg eine Stufe. Also die mussten immer einen großen Schritt machen und sind da mit den Reifen natürlich gebuckelt. Wa? Und ich sage, oh Mann. Aber das ist live. Ne? Und so eine kleinen Sachen wurden dann da reingestellt. Wir haben das sofort natürlich behoben und auch dort auch wieder kommuniziert und beantwortet. Und da kommen jetzt wirklich wahnsinnig viele Dinge, wo ich einfach sage, Mensch, da ist doch so ein bisschen Betriebsblindheit halt auch bei allen irgendwie vorhanden. Ne? Und dieses Tool gibt die Möglichkeit, dass dort jeder anonymisiert seinen Beitrag auch leisten kann. Dann haben wir ganz viel Abstimmung drin. Ne? Ich bin immer auch ein Fan, die Mitarbeiter zu beteiligen. Und wenn es darum geht, zu entscheiden, welche Musik der DJ bei unserem Sommerfest spielt, zum Beispiel, ja, können sie wählen und abstimmen, 80er, 90er, was weiß ich, was es alles gibt. Wir stellen die Events da ein, wir laden darüber ein. Wir haben pro Abteilung auch eigene Feeds praktisch, wo die sich untereinander austauschen können. Wenn jetzt ein Servicetechniker irgendwie eine besondere Herausforderung hatte bei einem Fahrzeug, kann er das teilen an die anderen Standorte und auch einfach sagen, hey, ich hatte hier den Fall, wenn ihr irgendeine Frage habt, dann kommt gerne auf mich zu. Wir bilden darin unseren Logistikbereich mit ab. Das heißt, wir haben ja Werksverkehr, verbringen ja von den Standorten untereinander viel. Das war sehr ineffektiv immer gewesen, weil es per Telefon ging. Jetzt werden die Aufträge da eingestellt und dann koordiniert und die Routen optimaler geplant. Im Wesentlichen geht es darum, einfach eine Art soziales Medium für die Mitarbeiter zu haben, was wir jetzt ständig ausbauen. Jetzt kam schon die nächste Idee von einem Mitarbeiter zu sagen, komm, lasst uns mal eine Tauschbörse damit reinnehmen, ne? Wo einfach die Mitarbeiter sagen können, ey, ich habe hier eine Couch, irgendwie braucht die noch jemand, stellt ein Foto mit ein. Oder eben auch andersrum, wenn ich etwas suche, einen Handwerker, eine Wohnung, eine Dienstleistung, einen Freund, was auch immer. Das ist echt so mein Baby, irgendwie dieses MyErkner. Ich bin da total stolz drauf, weil wir es echt auf unsere Bedürfnisse angepasst haben, ständig jetzt weiterentwickeln, weiter programmieren, das System lebt, die Mitarbeiter da total Bock drauf haben, ihre Ideen mit einbringen und wir endlich in den Dialog kommen.
Ne, da wird dann geliked, da wird disliked, da werden auch mal Scherze gemacht, da werden lustige Fotos eingestellt, die haben ihre Profilbilder, sind wahnsinnig verrückt zum Teil, ja, und sehr persönlich. Ja, und das schafft einfach für uns intern nochmal eine wahnsinnig gute Basis, um auch ein bisschen, ja, persönlicher miteinander umzugehen. Fantastisch, also eine richtige Erkner-Community, die du da aufbaust. Ja. Da werden sicherlich der eine oder andere Händler aufhorchen und sagen, spannend, du teilst dein Wissen gerne, Belinda, ne? Also das machst du total. Ja, also ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich finde die so gut, ich werde die wahrscheinlich auch in irgendeiner Form anbieten, wirklich nur gegen eine kleine Bearbeitungsgebühr oder so, den Quellcode ist kein Geheimnis, weil ich das wirklich für so ein mittelständisches Familienunternehmen echt richtig gut finde, ja. Super. Belinda Erkner, herzlichen Dank, dass du dabei bist beim 16. Deutschen Online-Autohaus-Kongress. Super gerne und immer wieder.